Hier in den Wäldern sind wir verschwunden, um die Gegner zu finden am Nordwest-Airfield. Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer Daisy Standalone. Und ihr seht schon, es hat sich etwas geändert im Gegensatz zum letzten Abenteuer. Das hat einen Grund. Und zwar musste ich telefonieren und bin deswegen erschossen worden. das kann ich ja ganz gut sagen. Ich wollte jetzt nicht so die Mega-Story erfinden, sondern einfach die Wahrheit sagen. Also wir haben DayZ gespielt und haben die Folge abgeschlossen und dann kam leider das Problem, dass ich erschossen wurde, weil ich mich Vogel nicht ausgeloggt habe. Aber wir haben schon alles wieder zusammen hier und der Major, der hier sich vor mir befindet, hat eine geile, seltene Waffe gefunden, die AOG. Das ist das Schmuckstück hier. Vielen Dank an den Major, der mir die zur Verfügung gestellt hat. Der Major hat hier eine Waffe. Was hast du, Major? Ich glaube, eine AK-101. Genau, mit am Start. Geil, Alter. Sag mal, bleib mal stehen. Cool, Mann. Guck mich mal an. Yo, Major, der Killer. Ja, der Bronze und der Curry sind auch noch da. Die beziehen gerade Stellung. Und hier, wir sind auf dem vollen Server am Nordwest-Airfield. Aber jetzt bin ich wieder im Morfolio in DayZ-Modus. Also das heißt, dass ich wirklich mal ein bisschen versuche, mich an die Rolle hier zu gewöhnen und nicht immer... man muss ja auch ein bisschen sich auf das Spiel einlassen, auch wenn es einen so oft in den Wahnsinn treibt. So. Ja. Ich habe mir derzeit auch noch mal ein bisschen Gras hier organisiert, auf meinen Kopf gelegt. Achso, ich sehe jetzt aus wie ein Busch. Nein, nein. Weißt du, eine Apokalypse darf man das nicht. So, Freunde, ich bin auf Position. Major und ich laufen gerade auch und der Curry ist auf Position. Wir haben für euch eine kleine Karte hier zur Einblendung. Ich hoffe, ich habe daran gedacht. Und das Tolle ist, ihr müsst unbedingt natürlich bei den Jungs auch auf den Kanälen gucken, findet ihr unter dem Video verlinkt. Da könnt ihr nämlich vorbeischauen, denn ich sehe wieder einen Zombie-Aggro, weil ich verfolge den gerade. Verschiedene Sichtmöglichkeiten. Am anderen Prison bei den zwei Hangars, ich gucke gerade mit dem Fernglas hinterher, wo der hinrennt. Wo ist der hin? Also ich habe mein Loot fast, also ich habe mein Loot bis auf, boah, ich zitter wieder so, ne, aber nur mit dem Fernglas. Ja, bei mir ist das zum Glück weg jetzt, ey. Da ist der Zombie. Und jetzt plötzlich entscheidet sich der Zombie hier zu mir zu rennen, natürlich. Major, willst du mal ganz kurz die Story erzählen, was zuletzt passiert ist? Mit euch? Mit dem Glitcher? Achso, ja. Ja. Also nach der Hacker-Story waren wir dann, als Dennis telefonieren gegangen ist. Dennis, kommst du mit? Ja, ich habe nur kurz geguckt, weißt du? Ich sehe dich. Ja. Alles gut. Haben wir uns mit Leno dazu entschieden, einfach mal rüber zu rennen zum gegnerischen Prison, weil da ein Zombie-Aggro war. Oder Bronze oder so hat jemanden gesehen, oder? Ja, beim Prison, genau. Ich bin dann noch weiter vorgerückt. Und dann haben wir dort eine kleine Sichtung gehabt am Prison. Ja, da war halt einer drin. Ich habe natürlich mit dem Kontakt aufgenommen. Eigentlich habe ich zu Leno gesagt, er soll sich vor die Tür stellen hinterm Busch und ich mache die Tür liegend auf und er schießt einfach rein. Aber der Spieler hat irgendwie komisch irgendwie gesagt zu mir, roll dich nicht da rum und so, ich sehe dich und so im Scheiß. Also nur, das ist Major schon, hier, kurz zur Info. Ja, Major, wo bist du gerade hingelaufen? Sorry, ich bin... Außerhalb der, also nicht innerhalb sehr viel, sondern außerhalb. Ich sehe dich, alles gut. Ja, was war dann da los? Der sah mich irgendwie von drinnen, obwohl die Tür sonst alles zu war. Natürlich ist das ein Glitcher gewesen und ich habe gesagt halt, warum macht er das? Und er hat gesagt, ja, weil er es cool findet, wie immer. Da habe ich den ein bisschen verarscht, so die Granate kommt rein, ich hack mich jetzt da oben hin, dies, das und so. Dann sind wir aber halt weggegangen, weil wir hatten keine Chance, wenn wir reinrennen, sind wir tot. Der ist da am Glitchen wie sonst was, wartet auf seine Kollegen. Kann man nichts machen. Ja, und bei uns ist es so, wir haben tatsächlich jetzt noch eine Granate und wenn wir noch einen Glitch haben, wollen wir den auf jeden Fall mit der Granate hochnehmen oder einen Hacker oder sowas. Wir haben sogar mehrere. Wir haben eine Blendgranate, glaube ich, zur Verfügung und so eine Explosive-Granate, ne? Sehr nice. Kurze Information, sollte der Major oder so zu leise sein, ich kann leider beim TeamSpeak den Sound nicht hochdrehen, weil irgendwie das Lautsprecherpegel-Ding-Fenster hat sich irgendwie verschoben oder so. Ich muss erst gucken, dass ich das wieder beim Neustart hinkriege. Bin ich immer noch leise oder was? Du bist ein bisschen leise im Gegensatz zu den anderen. Also ich verstehe dich aber sehr gut. Also ja, ich verstehe dich, aber ich weiß halt nicht, ob die Zuschauer das verstehen. Ich habe auch die Jungs nochmal lauter gestellt hier bei der Elgato. Das ist halt immer so eine Sache. Ich muss das erstmal alles hinkriegen. So, aber sorry, wie gesagt, ich habe jetzt einen Test gemacht und da war es eigentlich optimal vom Sound her. Ich hoffe, dass es auch bei euch so optimal ist. Es liegt ja auch immer an die Kopfhörer, was für Kopfhörer man hat und so weiter. Aber jetzt hier back to the roots. Also wir sind jetzt hier mitten in der Apokalypse am Airfield, da können wir jetzt nicht über so einen Quatsch reden. Wir müssen uns jetzt hier konzentrieren, denn die AOG, die ich habe, ist sehr selten und die möchten wir nicht verlieren. Ja, und ich bin auch, glaube ich, energized. Du bist dafür zuständig, Dennis. Ja,
Okay, Curry, erklär mal ganz kurz, was deine Position heute ist, wo du bist, ich was bin immer noch auf, du hast. Ich bin immer noch auf derselben Position. Also ich bin immer noch gegenüber von diesen zwei letzten Hangars mit diesem Prison dran, genau gegenüber. Und ich habe auch jetzt keine Mosi mehr, weil die muss ich halt ablegen, leider. Aber habe jetzt eine SKS mit PU-Scope. Bonze, und du? Ich bin dann so der passive, ja, aktive Mitspieler von euch. Ja, ich bin jetzt immer noch auf der Position, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Ich bin jetzt immer noch hier mit meinem Sniper unterwegs. Also ich gucke auch schon die ganze Zeit hier das ganze Airfield ab. Ich werde aber auch halt mich gleich verschieben. Das heißt, ich werde immer versuchen, einigermaßen parallel zu euch zu laufen, um euch dann aus kurzer bzw. mittlerer Distanz dann den Rücken irgendwie freizuhalten. Und ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt halt nochmal zum Ghillie umfunktioniert, meinen Kopf gebastelt und ein bisschen was für die Waffe. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns das, dass wir uns gut den Weg hier freischießen können, falls es dazu kommt. Also wir haben das ja so geplant, dass ich jetzt mit meiner SKS, ist ja jetzt eigentlich nicht so eine Waffe, mit der man aus der Entfernung kämpft. Also wir haben das so ausgedacht jetzt eigentlich, wenn wir jetzt Leute sehen, oder der Major und der Dennis, weil die rennen ja da vorne rum, wenn die Leute sehen, dann gucken die erstmal, wie die Situation aussieht, und dann wollte ich dann einfach dazu schließen. Du bist nicht weitergelaufen, Major, du bist bei den Tannen, ne? Nee, ich bin weitergelaufen. Boah, ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin hinter den Lagerhallen, siehst du die? Ja. Dahinter bin ich in der Tanne, komm, ich warte hier. Und wie ihr seht, ich habe jetzt... Du bist über die Straße gelaufen hier, ne? Und geradeaus, genau, genau. Ein Zombie? Ich laufe jetzt gerade genau auf die Hallen zu. Also ein bisschen versetzt davon. Mal hinten alles absichern. Auf jeden Fall wollte ich mich nochmal ganz kurz bei der Community für die Mega-Resonanz bei der Sie bedanken. Also es macht unheimlich wieder viel Spaß zu spielen. Man weiß, dass die Leute sich drauf freuen. Major, siehst du mich? Direkt an der Halle. Komm her, Schnucki. Hinten an der Halle bin ich. So. Ich bin auch an der Lage. Ach, da hinten bist du. Ich seh dich, ja. Okay, alles easy. Boah, ich muss mich echt erstmal dran gewöhnen wieder, so, weißt du? Ja, ja. Okay. Ja, wir sollten erstmal hier die... dass die Zeltlager mal abchecken, weil Curry meint hier irgendwie Bewegung oder so, ne? Also der Zombie, ich weiß nicht, von wem der jetzt angepult wurde, aber es kann sein, dass da im Zeltlager jemand herumschwirrt, weil der Zombie ist halt dahin gerannt in die Richtung, aber ist dann auf der halben Strecke dann stehen geblieben. Guck du mal dahin, Major, ich guck mal ganz kurz Richtung, boah, mein Dings wackelt so, mit dem Fernglas Richtung Airfield selber. Okay, ich gehe mal weiter nach vorne, um das Zeltlager zu sehen. Ja. Boah, was okay, ist das ich denn jetzt... mit dem Fernglas? Warum wackelt das denn so krass? Ja, das ist ein Bug. Ja, du musst dich schon hinknien oder hinlegen am besten, aber nee, wenn das kannst das du natürlich nicht immer. Wenn, nee, er, das wenn er das nix. Durchgehend hat, dann ist das dieser Bug. Und wenn man es ablegt? Wir müssen eigentlich dann in naher Zukunft ein Feuer machen, wo du dich dann sehr lange ransetzt. Dann geht das weg. Ja, das kann es doch nicht sein, oder? Doch, das Machst ist so. Hast du das so. Auch das mit ist... der Waffe, Dennis? Mit der Waffe? Nee, nur mit dem Fernglas. Echt nicht? Ja, vielleicht ist das... Okay. Vielleicht ist das Fernglas irgendwie kaputt, aber das kann ja auch nicht sein. Warte mal, ist das ein Spieler? Das ist ein Spieler. Ah, ich kann's. Das ist ein Spieler, Mann. Oder? Nee, das ist ein Zombie. Sorry. Boah, das ist echt schwierig zu erkennen. Ist das ein Zombie oder ein Spieler? Das ist ein Zombie, glaube ich. Wo siehst du den denn? Am vordersten Hangar, neben dem Prison. Doch, mit der Waffe habe ich es auch. Okay. Ich schließe jetzt langsam ein bisschen weiter nach vorne, also sprich. Das ist ein Zombie. Nach links. Rüber. Boah, ist echt schwierig so zu spielen. Sorry, wenn ich nicht. Der Waffe hast du das auch? Ja, aber nur ganz leicht. Ja, dann ist hier kalt, du zitterst halt, ne? Also zittert doch kein Mensch. Ja, ist halt Okay. So, Major, ich komm mal wieder zu dir. Ja, du kannst ruhig auf das Airfield gucken. Okay. Ist schon gut, wenn wir uns aufteilen hier ein bisschen im Gebiet. Ich würde aber gleich mal vorschlagen, wir rennen rüber und dann gucken wir mal, was im Gefängnis so ist. Genau, dann treffen wir uns wieder. Kommst du da, wo den Lagerhallen wieder hin, ja? Ich guck so ein bisschen so lang, ob sich irgendwas bewegt. Curry, du guckst auch in Bonzer, ne? Ihr habt genau ja, sowieso. Aufs Airfield, okay, oder? Also soll ich rüber rennen? Ja, ja. Major, komm einfach zu mir nochmal, dann komme ich zu dir. Ach so. Dann gehen wir zusammen, wenn du willst, rüber. Okay. Zu welchem Gefängnis wollt ihr dann gehen, Major? Zu dem zum ersten? Erst. Ja, okay. Ganz hinten halt, das Gefängnis. Okay, Major ist da. Also, liebe Zuschauer, folgendes. Es kann jetzt Action passieren oder nicht. Also, das ist jetzt echt ein Risiko-Dings. Weil hier am Airfield ist jetzt immer am meisten die Action, da die Leute hier hingehen, um zu looten.
Beziehungsweise hier in der Nähe gibt es ja auch das Military Camp und so weiter. Also das Krasse beim letzten Mal war ja, wir hatten ja alle unsere Positionen eingenommen und die waren ja schon alle hier, als wir ankamen. Nur es hat sich halt keiner gerührt und dann haben wir das halt erst rausgefunden, als sich dann die ersten Schüsse gelegt hatten. Ja, ganz genau. Da gab es halt irgendwie so ein Feuergefecht und dann wussten wir, wir sind nicht mehr alleine. Sind wir bestimmt jetzt gerade auch nicht. Ja, das ist das Ding, man kann es halt nie so genau wissen und genau jetzt rennt gerade jemand bei den Zelten rum, das seid ihr nicht, ne? Wir oder rennen bei den das? Zelten rum, doch. Ach so, ja, zwei gut, Stück dann seid ihr das. Curry. Ja, ja, da seid ihr das. Ich dachte, ihr wärt halt auf der anderen Seite gewesen. Ja, das war ziemlich dumm, eigentlich hier direkt rüber zu laufen. Jeder hat uns jetzt gesehen, wenn jemand hier ist. Aber gut, dann weiß ich schon mal, wo ihr seid. Dann hätten wir das auch geklärt, weil sonst wäre ich ganz falsch von eurer Position ausgegangen. Zombie? Ja, ja, ich mach den. Wenn ich eine Pickaxe nehmen könnte, so jetzt. Sehr schön. Ist voll cool so, weißt du, du stehst auf der ganz anderen Seite mit Fernglas in der Hand und kannst einfach mal so die Leute beobachten. Okay, Dennis, ich renn mal allein rüber, ja? Warte. Ja, ich hab die Deckung. Okay, ich bin jetzt an der Mauer. Guck mal, bei das ist krass, ne? Bei dem Hangar, also beziehungsweise beim ersten Gefängnis. Tipp, innen oder außen laufen, Major? Unterschiedlich halt, wenn du schießen willst, innen. Okay. Dennis? Du musst halt für dich entscheiden. Ja. Du stehst jetzt in der Tanne drin, ne? Ja. Guck mal, wie krass das ist. Ich guck jetzt von der anderen Seite, ne, im Fernglas und ich sehe dich so leicht, ne, als wirst du vor der Tanne sitzen. Ja, ich sitze vor der Tanne, genau. Jetzt sitze ich... Ja, okay. Also, jetzt sitze ich drin. Ja, du bist halt immer noch relativ hell im Vergleich zur Tanne, aber du bist halt schon besser getarnt. Aber ja. Guck mal, wie leicht man die Leute erkennt. Das ist so krass. Ich bin drüben, ja. Dennis, ne? Okay, ich komme nach, Major. Gib mir Deckung. Vor allem, wenn man in der Tanne steht und man guckt dann mit einem Fernglas oder mit einem Longscope, ja, genau, raus, kannst du auch voll gut die Leute, so das ganze Airfeld so beobachten, ne? Ja, das mache ich ja gerade. Hat man das natürlich so hinten, boah, ich hinten bin alle wieder innerlich geschützt. Jetzt so angespannt, weißt du? Du weißt jetzt, da hinten beim Prison kann es dein Tod sein, weil das da einfach so eine beliebte, ja, Stelle ist. Aber guck mal, so ist das vielleicht immer der Fall gewesen, als wir so rumgelaufen sind, dass halt gegenüber jemand stand im Fernglas und uns einfach die ganze Zeit beobachtet hat. So wie ich das jetzt gerade mache. Mensch, ich laufe jetzt schon weiter, ne? Nee, bleib hier im Wald stehen. Ich bin an der vordersten Tannenreihe. Ja, ich meinte, auf das Gefängnis. Genau, da wollte ich gerade sagen, da laufe ich jetzt hin. Zombie kommt zu dir rüber, Dennis, pass auf. Von wo? Vom Rollfeld. Ah, ich habe keine Nahkampfwaffe, das ist das Problem. Nee, ein Zombie kommt zu mir. Boah. Nee, Major, das ist bei mir, kannst du den machen? Ja, komm zu mir. Ich habe leider die Crow, also ich hatte vorhin einen Bug, dass ich mich ganz Zeit hingelegt habe, deswegen konnte ich mich leider nicht wehren. Vielleicht ist im Prison ja irgendwas drin für mich. Okay. Crowbar oder so. Ich sehe euch jetzt auch, wie ihr gerade mit einem Zombie kämpft. Mhm. Das ist voll cool, ne? Ich bin rechts von dir in der Tanne, okay, Curry. Jetzt, pass auf, okay. Jungs, bottet mal bitte ins Prison rein. Ja, ich guck in der Zeit schon mal die andere Richtung. Ja, Prison habe ich gerade schon geguckt, da ist niemand, also da konnte ich jetzt nichts erkennen, ob da jemand ist. Ich werde mich jetzt so positionieren, Dennis, dass ich von vorne auf die Tür gucke, also reingucken kann. Ja, ich guck auch drauf, ich guck auch in die Fenster, ich sehe nichts. Alter, da drin ist bestimmt irgendjemand. Das war bis jetzt immer so. Boah, wie ich zitter, Wahnsinn. Geh mal vor. Guck mal auf die Feuerwehrstation. Naja, genau, wir müssen das ein bisschen aufteilen. Also wenn wir jetzt beide aufs Prison gucken, das ist ja... Okay, Major, geht jetzt in den Prison rein. Bin ich noch ein bisschen zu weit weg, deswegen... Naja, ich kann da genau reingucken. Major, ich komm nach. Okay, einer auf Prison bitte gucken von euch, Jungs, ja? Ja, wenn da jetzt jemand drin liegt, ne, wie gesagt, das können wir nicht sehen. Nee, von außen, falls wir Besuch kriegen. Ja, mach ich. Ich bin jetzt unten, unten ist keiner. Du bist außerhalb des Prisons, ne, Dennis? Jetzt gehe ich rein. Ja. Bei den Hangars ist alles ruhig. Okay, ich guck mal in Richtung Zeltlager gerade. Warst du schon oben, Major? Ja, ich bin oben, keiner drin. Prison 1 ist sauber, liegt hier eine Axt vielleicht? Oh, wunderbar. Ich hol dir die Pickaxe. Ja, wunderbar. Wenn ihr das Prison geklärt habt und alles fertig ist soweit, so, dann könnt ihr immer weiter hochlaufen, das Airfield, ne? Ja, hol dir mal hier das Magazin, das ist für dich. Dankeschön. Bloodbag brauchen wir nicht, ne? So, ich guck, Dennis, klär mal, guck mal, dass keiner reinkommt, ja? Ja. Ich guck mal hier von oben. Curry, du guckst gerade auf Prison, ne? Nee, ich guck grad Umgebung vom Prison. Kann also ich, drumherum. Ich mach die Tür vom Prison mal kurz zu. Links und rechts guck ich. Okay.
Mensch, hier ist gerade sauber. Ja, ich versuche mal mit. Versuche halt ein bisschen rüber zu gucken. Okay, ich sitze genau. Das wäre natürlich optimal, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Gegner treffen und die dann zum Beispiel eine Mosin dabei hätten oder so, dann könnten wir uns die nehmen, ne? Ja, das ist ja jetzt erstmal nicht genau, das Hauptziel. Das ist nee, Sache. Aber das wäre trotzdem. Ja, klar, das wäre super. Sekundärziel. Weil ich habe auch noch nebenbei einen Longscope in meinem Rucksack, also das wäre perfekt. Boah, das mit dem Zittern ist echt heftig. Das nervt extrem, ne? Ja, das Airfield scheint ein bisschen oder relativ ruhig zu sein, ne? Bis jetzt. Ja, bisher ist noch alles easy. Aber der Server füllt sich mega. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis es hier losgeht, Leute. Ja. Also sollte in dieser Folge nichts passieren, Daisy baut eben auch Spannung auf, Leute. Ne? Also man das muss ja eigentlich auch bedenken, das Airfield ist ja jetzt so eigentlich, so dieses Airfield ist die einzige Möglichkeit, so richtig sich einen wegzulooten, ne? Genau, das ist der einzige Hotspot praktisch, ne? Für Loot. Bei ja. Balota ist ja auch fast nichts mehr. Gibt's halt noch Prisons, aber... Und das andere Airfield ist ja ganz weg. Ein Zombie kommt hier rein? Das kann doch nicht sein. Wie also kann ein Zombie auf das Gefängnis rennen? Wir sind doch drin. Ja, der Zombie ist jetzt wieder stehen geblieben. Komisch. Stehen geblieben? Ja. Naja, der Zombie ist einfach stehen geblieben. Das hatte ich gerade auch schon mal. Komischer. Komische Wesen. Diese Zombies. Ich guck gerade auf die Tür, Major. Alles sauber. Ja, sollen wir mal wechseln? Willst was meinst du? Oben? Nee, du machst es schon gut. Wir sollten nur nicht so lange hier drin bleiben, ne? Weil was sagt Major immer? Nie eingesperrt sein. Ja, ich wollte eigentlich einen Überblick haben, aber wir können eigentlich wieder raus. Curry, guck erstmal bitte Force Prison, ob da irgendwas sich bewegt. Force Prison? Kann er nicht. Ich kann ja nicht hinter das Prison gucken. Ach so, ich verstehe, von welcher Seite du guckst. Jetzt habe ich es verstanden, ja. Warte. Ich spiele eigentlich nur noch in der Ego-Ansicht. Mach okay, die Tür auf und geh weg. Ja, ich auch. Die Ego-Ansicht ist super. Okay, ich renn raus, ja? Ich renn in den Wald rein. Wir treffen uns dann gleich wieder. Ja, los geht's. Boah, Alter, ich hab gerade Mega-Lex. Okay, Leute, ich achte wieder auf euch. Zombie-Major. Ich guck mal ein Stück vor den Hangars, ob da sich im Wald irgendwas bewegt. Falls da jemand dann auf euch trifft oder so. Ich hol mir den Zombie. Okay, sag, wenn grünes Licht ist, komm ich raus. Ja. Ich guck gerade, ich sehe nix. Keine Bewegung, nix. Aber hier werden hundertprozentig welche hinkommen. Okay, ich ist jetzt frei, Dennis. Okay, ich komm. Ja, und wenn es schon soweit ist, dann sind wir da, ne? Habe ich noch einen Zombie gehört? Warte mal. Ja, wir sind da. Das Empfangskomitee. Ja, ist gut, wenn wir das Airfield ein bisschen unter Kontrolle nehmen, ne? Ja, ich würde vorschlagen, eigentlich wir sollten wir sogar außerhalb. Vom Prison die Tür zumachen, weil wenn sie auf ist, wissen wir, dass da jemand war. Oder? Ja, aber jetzt ist es zu spät, wir können nicht nochmal dahin, oder? Nee, komm, lass. Komm, rennen wir mal außen. Boah, okay. Es ist anscheinend sehr, sehr kalt. Sicherlich werden wir von dem einen oder anderen auch beobachtet hier. Ja, denk dran, Bons, wir müssen uns auch manchmal bewegen, ne? Nicht, dass wir hier festfrieren. Ja, das stimmt. Ich meine, wir sind zwar gut ausgerüstet eigentlich, was die Kälte angeht, aber trotzdem. Ja, deswegen, also wir laufen quasi parallel immer mit, weil das bringt uns auch nichts, wenn die anderen jetzt gleich hier weiter runterlaufen, das Airfield, und wir dann hier oben noch hängen. Ja, beziehungsweise, hinter den Hangars sind wir jetzt. Genau, wir sind in den Hangars, oder was? Ja, du kannst langsam in meine Richtung aufschießen, wenn du möchtest, Curry. Ja, mach ich gleich. Also sprich die Tannen weiter südlich runter, ne? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich guck nur noch mal zur Sicherheit einmal drüber. Ja, und ich hatte ja gesagt, die letzte Folge, hatte ich ja gesagt, diese Folge ein bisschen länger. Also 5 Minuten schenke ich euch mehr heute. Alles, was über 20 Minuten geht, ist Luxus, sagt der Gronkh immer. Zeltlager ist immer noch ruhig. Da ist keine Sau. So, nochmal ein Blick auf den Tower und Feuerwehrstation. Alles ruhig hier. Ja, alles ruhig. Na gut, ich packe meine Sachen und mache mich auf den Weg. Ist das etwa die Ruhe vor dem Sturm? Weil ich gucke mir den Server an und der ist voll. Ja, wie gesagt, vielleicht ist ja gerade die Meute hier auf dem Weg. Hier wird's jetzt gefährlich. Jetzt gut umgucken, ne, Dennis? Gut umgucken. Ja. Hinter jeder Tanne. Wo
Wo bist du lang, Major? Wartet der Feind. In die Waldfläche reingelaufen. Ja. Am besten sagst du es immer vorher, weißt du, weil ich immer ich sehe dich, weil ich laufe immer und dann auf einmal. Boah, wie hammer das hier aussieht gerade. Denkt dran, immer Ruhe bewahren. Ne? Wenn ihr Feindkontakt habt, dann erstmal ganz ruhig durchgeben. Auch wenn jemand schießt, am besten einfach da. Wir nutzen die Natur als unsere Tarnung, Jungs. Da ist ein Zombie. Ja, ein Zombie läuft vorne beim Hangar lang. Nee, ich weiß nicht, kommt der vor dem Hangar? Nein, der ist nicht, definitiv nicht bei uns. Der läuft? Ja, der läuft vor dem Hangar. Wohin? Guck wohin. Richtung Süden, also das Rollfeld runter. Der ist jetzt vor dem zweiten Hangar stehen geblieben, vom Gefängnis aus. Das ist der zweite Hangar. Schuss. Aber ganz weit weg. Das war irgendwie aber ein Streifschuss oder so. Oder war das hier auf dem TS? Nee, das war hier nicht. Das war hier nicht. Hast du das auch gehört, Dennis? Was denn? Hammer, Dennis? Den Schuss? Das war ein ganz, ganz, ganz ruhiger Schuss. So. Ja, manchmal hört man die Schüsse, manchmal nicht. Das ist echt so. Aber das ist ja ein Zeichen, dass die... Oder dass irgendjemand hier näher kommt. Tür ist auf, Dennis. Ihr seid jetzt im letzten Prison rein, oder? Nee, noch nicht. Im letzten Hangar meine ich da. Nee. Aber ihr lauft doch gerade am Hangar vorbei, oder nicht? Nein, auch nicht. Okay, zwei Leute looten von rechts die Hangars. Von rechts heißt nah zu uns, oder? Was meinst du mit rechts? Ja, wo seid ihr gerade? Wir stehen hinter dem Prison an der Mauer. Hinter der Feuerwache. Also wenn du nicht in Richtung Zelte guckst, sondern die andere Richtung. Also ganz noch zu Beginn. Die ganz letzten Hangars, ja. Okay, Dennis, komm mit. Bonze, kannst du mal ein Auge drauf werfen? Ja, jetzt müsst ihr euch verschieben und Schussfeld. Ihr müsst jetzt schussbereit sein. Go, schnell, Leute, kommt. Okay. Okay, so Ich bin eigentlich schussbereit. Da läuft vorm Hangar. Ja, wir suchen Kontakt, oder? Wir schießen direkt. Einer rennt gerade rüber zum Tower. Okay. Rennt jetzt zum Tower, der hat einen weißen Helm auf, Leute. Kann sein, dass er in den Tower reingeht. Hat der eine Schusswaffe? Nee, der hat gerade die. Also ich glaube, der hat eine Waffe auf dem Rücken, aber der hatte die gerade weggepackt. Mensch, was ist eingreifen? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Der andere ist im Hangar wieder drin. Im vierten Hangar ist er jetzt. Okay, einen von denen ausschalten, den anderen gefangen nehmen. Ja. Und okay, so, du müsstest den eigentlich sehen, der steht gerade zwischen den Hangars. Einen musst du da sehen. Ja, da steht direkt ein Busch bei mir leider, aber... Welchen Hangar meint ihr? Wir sind hinter den Hangars genau, wir sehen ihn noch nicht. Okay, im Tower ist der Typ drin, der ist oben. Okay, ignorieren. Wir kümmern uns um anderen. Ihr könnt auf den schießen, Leute. Ja. Komm, Dennis, komm mit. Okay, ich schieße gleich auf den Typ im Tower. Ja, schieß einfach. Der andere rennt auch dahin. Okay, ja, warte, wir holen uns die. Kann sein, dass sie zusammengehören, Leute. Ja, natürlich gehören die zusammen. Und das, liebe Freunde, seht ihr in der nächsten Episode von Let's Play DayZ Standalone. Ich weiß, ihr hasst mich dafür. Ich hasse mich auch dafür. Bis dahin, liebe Freunde. Ciao, drückt uns die Daumen, dass wir die Mission schaffen. Bis dahin.